Blooper Team. Layers of Fear. For better experience, we recommend using headphones. Nee. Helligkeit so einstellen. Ja, das passt eigentlich. Ich hoffe, das haut mit der Lautstärke auch hin. Oh, continue. Ja, Layers of Fear ist gerade erschienen bei Steam und soll so eine Mischung sein aus PT, Silent Hill und Amnesia. Ach ja, und hallo erstmal wieder, Freunde der Sonne. Ich bin's seit langem mal wieder, der Syridur. Ich wollte einfach mal probieren. Ich habe das Spiel gerade gesehen für 8 Euro noch was oder so im Angebot. Sehr gute Bewertung, Horror, Psycho-Horror oder sowas. Finde ich geil. Habe ich Bock drauf. Die Musik ist sehr leise. Ich werde mal was einstellen. Moment. So, und da ist er auch wieder. Ich habe jetzt immer mal ein bisschen an der Lautstärke gefeilt. Habe die Helligkeit doch mal ein bisschen höher gestellt. Bei so dunklen Spielen und YouTube weiß man, man sieht nicht viel. Ich hoffe, es war richtig. Fangen wir an. Ich habe keinen Bock mehr zu erzählen. Wo muss ich hier? Also was ich mitbekommen habe, man spielt einen durchgeknallten Maler. Oder einen genialen, man weiß ja nicht. Wahnsinn und Genialität ist sehr oft. Oh God. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands cut so many times on broken bottles. Each night drowning in a cold sweat. But there is a way. Way to bring back what life took from me. The only precious thing. Every portrait that is painted with feeling. Alter, das ist die Grafik. Das sieht ja recht geil aus, Mann. Das sieht recht schick aus. Ist das eine Buchse oder ist das ein Tuch? Das sieht echt schick aus, Mann. Ist Abe Lincoln, nachdem man in Saufgelage mit seiner Frau gewonnen hat und die Kinder spielen nebenan? Das sieht tot, Mann. Ich glaube, man sollte sich die Bilder hier sehr gut angucken. Kann ich machen. Notizbuch? Nö. Das ist der Frechfalke von Falkenstein. Was ist denn das, Alter? Pisst der dabei? Alter, was ist denn das für ein Bild, Mann? Der komische Vogel, der Piepmatz, zieht diesen kleinen Burschen nach oben. Ja, okay. Gut. Linksklick. Ah, das ist wie Amnesia. Oh. Also die Steuerung wie bei Amnesia bis jetzt. Eine Ratte. Alter, der sieht ja schick aus. Mein Gott. Alter, die Bude, die rockt richtig ab, Mann. Ist aber auch eine Flasche, hat er erzählt, Mann. Ist das schickes Ding. Ey, wie die Fensterscheiben aussehen. Ey, ich mach erstmal. Die erste Folge wird bestimmt mehr so eine Gebäude. Ach du Kacke, was? Long Davis Mulligan Avenue. Ach so. Gott. Poppy, Popsi. Poppy. Also es ist auf jeden Fall ein Hund. Ist das ein Hundehalsband oder ist das ein... Ja, ach keine Ahnung. Sieht so aus. Hä? Huh? Ist eine Uhr im Kamin. Wie genau man sich alles anguckt. Ey, das sieht echt aus wie eine Uhr, Mann. Das ist, ey, die Grafik ist Bombe. Zerbrochenes Glas. Badezimmer. Was haben wir hier, Mann? I didn't touch the workshop. The mess that's inside. Also, if you're okay, so... Ah, oh, okay.
man kann es anklicken. Immer diese Doktorschrift hier. I didn't touch the workshop, just like you ask. Although I can't imagine the mess that's inside. Also if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Ah, der Schlüssel, die Schlüssel sind im Office, im Büro. Ist gewittert. Alter, die Bilder! Ich guck's mir gleich an. Ist das ein ekelhaftes Badezimmer. Also nicht ekelhaft, weil es dreckig ist, sondern das sieht so krank gruselig aus. Kann man sich bücken? Ich weiß jedenfalls nicht wie. Handtücher. Alle in derselben Farbe. Der Mann ist langweilig. Oh, Licht. What? Haut nicht hin, Mann. Scheiße, die Schüssel ist im Arsch. Wir machen mal, müssen. Ist das eine Klorolle? Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, welchen Jahr das spielt. Ah, ah. Oh! Man kann sogar das Spiegelbild sehen. Das finde ich schön. Ey, so grafisch kann man echt erstmal nicht sagen, Mann. Man kann sogar sein Spiegelbild sehen. Bei vielen Horrorspielen heißt das nämlich nicht. Aber am Fußboden sieht man es nicht. Ah, am Fußboden sieht man es nicht. Schade. Ich kann das Wasser laufen lassen. Nein, Wasser sparen, Mann. Was ist denn los? Toll, wie Sau, die Kacke. Aber Strom nicht, Mann. Licht. Ich will volle Knete Licht haben hier in dem ganzen Raum. Bis die Sicherungen losbrennen. Achilles Prosthetics. Prosthetics. Below. Unterknieprothese. Hä? Huh? Eine Prothese? Heißt das jetzt, Below Knee, heißt das jetzt, dass wir einfach nur so eine künstliches Knie haben oder haben wir jetzt ein künstliches Bein? Warum liegen hier überall Weinpullen zerkloppt auf dem Boden, Mann? Vor allem die waren noch voll, die hätten saufen können. Paint red. Was? Paint red. Keine Ahnung. Green. Inches Air Freshers. Ach. Paint red. Ach so, das ist eine Einkaufsliste, Mann. Für seine Bilder. Brushes heißt das bestimmt. Pinsel. Apples. Fuß. Ah. Echt schick aus, meine Fresse. Nudelholz. So, mal hier. Schöne Teller. Das ist eine schicke Wohnung. Das ist Melody Feldmick. Das gefällt mir richtig, Mann. Schönes Essen. Keine kranken, nackten Kinder, die von Vögeln entführt werden. Na geh auf, Bube. Das ist ein bisschen widerspenstig. Eine Kaffeemühle. Eine Flasche zerbrochen, oder was? Paprika. Sugar. Das ist eine Küche. Ich muss jetzt hier nicht alles aufmachen, wenn ich... Ich versuche das mal... Bevor ich alles durchsuche, versuche ich mal... den Quest zu... den Pfad zu folgen, dem roten Pfad, der mich, glaube ich, in dieses Mahlzimmer verschlagen soll. Dafür muss ich aber, glaube ich, die Schlüssel finden und die sollen im Büro sein, im Office. Also werde ich das Office suchen. Das ist das Schmatzzimmer. Ja, ich meine das Esszimmer. Schmatzzimmer. Was haben wir hier? Nein. Nein, da gehe ich nicht rein. Verpiss dich. Alter Schwede, der Keller. Gott, sieht der eklig aus. Junge, wer hat so einen Keller, Mann? Wer hat so einen Keller? Zu, Mann, die mache ich nie wieder auf. Wahrscheinlich ist Office im Keller, wie ich mich kenne. Was ist das denn hier, Mann? Wow. Geil. Geil gemacht. Wow, wow, wow. Was?
Ist der bescheuert? Naja, ich habe es bekloppt. Obwohl, macht man das so? Alter, wie kann man es übertreiben, Mann? Wegen der scheiß Maus so viel hinlegen. Na gut, dann wird es einfach... Nee, Quatsch. Da machst du immer Käserin, dann wird die Maus geschnappt. Das ist ja wie in so einem Tom und Jerry Film hier, Alter. Krass Typ, Mann. Der muss Knack haben, so viele Mäuse fallen, nee. Ich hab maximal eh im Garten gehabt, ey. Okay. Oh, was haben wir hier? Natürlich noch eine Mäusefalle. Also, zwei Sachen habe ich schon mal festgestellt. Hier liegen überall zerbrochene Weinpullen. Hier ist ein Säufer rum. Und da steht auf kleine Menschen. Das ist das geilste Bild, was ich je gesehen habe. Alter, das würde ich mir sofort ins Zimmer hängen. Der Kopf und der Körper, das passt ja auch nicht zusammen. Geiler Typ, Mann. Das ist geil. Vor dem hätte ich auch Respekt vor dem Typen, ja, ohne Witz. Krasser Bart hat er auf jeden Fall, Mann. Das ist wahrscheinlich der Typ, der die Weinpullen hier immer trinkt. Schon mal nackte Kinder. Fetter Typ mit Kindergesicht. Ein bisschen höher gehen hier. Ein hässliches Kinderweib. Ne, was ist das denn, Mann? Schon wieder eine Menge Glasscherben. Gehstock. Ein Gehstock? Ne. Dann haben wir eine Prothese. Eindeutig. Irgendwas haben wir im Bein. Wow! Leck mir die fetten Möpse, Mann. Was hier? Hä? Hä? Ich glaube, das Haus verändert sich immer, glaube ich. Das habe ich gelesen. Wow, wow, wow. Wie mich ein scheiß Ball erschreckt. Das Spiel will, dass ich hier reingehe. Der Schatten da gefällt mir nicht, Mann. Oh, fuck. Ich glaube, ich verreck gleich. Oh. Hä? Warum ist das Bild so dunkel? Man sieht nur den Hund. Da hätte man den noch größer malen können. Die Puppen. Anna. Warum, wie das ist hier Kinderzimmer? Ey. Guckt euch mal diese ekelhaften, dreckigen Puppen an. Ey, da würde ich doch kotzen vor Angst, Mann. Gott, sind die hässlich, Junge. Krass, Dinger. Alles schön pink und so. Gute Häuser, Bauklötze, ein Pferdchen. Haut ja alles hin, ja. Die Teddys auch Hammer. Hammer Teddys. Richtig geile Teddys. Aber die Puppen. Ey, die sehen aus... Ist das Napoleon, Alter? Nee. Ey, das sieht aus, als ob die dich an den Kehle springen, Junge. Echt krass. Oh, ein Gemälde. Das ist ein schönes Bild. Das sieht wie der Vater aus, das könnten wir sein. Ich schätze mal, dass wir das sind. Tochter gibt's also auch. Die Mutter sieht ein bisschen... aus... durchgestrichen aus. Keine Ahnung. Vielleicht ist die tot? Die Tochter wahrscheinlich auch. Oh, noch mehr Bilder. Wie sie alleine da steht, wie sie heult mit der Blume. Ja, Mann, guck's dir an. Die Mutter unter der Erde. Darum ist sie da auch durchgestrichen. Die Mutter ist tot. Und irgendein schwarzer Mann, der die das kleine Mädchen anguckt. Oder bin ich das? Ha! Die Mutter ist tot, Mann. Das ist Fuck. Detected, Mann. Detected. Privatdetektiv hier. Boah, eine Eisenbahn, Mann. Ey, das gefällt mir gar nicht, Mann. Warum malt ihr da ein Bilder von Slenderman und einem komischen fliegenden Ratten, Mann? Scheiße, der verfolgt uns hundertprozentig. Alter, shit, Mann. Was ist das? Ach, ein Zinser... Ja, so ein Zinser, das ist mehr so ein... Holzsoldat. Das ist ein Teil. Hä? Was ist das? Blöckchen? Eine Rassel. Ach so, eine Rassel für ein Baby. Oder? Ich glaube ja. Ja.
Das war jetzt nicht das Office. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Mach mal zu, ne? Lass aber das Licht an. Heilige Scheiße, Alter. Gerade weil es gerade so hell ist und alles so ruhig ist, habe ich so einen Schiss, ja. Dass hier gleich irgendwas Ekelhaftes passiert, Mann. Guck nicht, so ist so. Boah, hier sind Bilder. Ich bin... Ah, das Office. Strom. Zu welchem Jahr spielt das, Mann? Meine Strom gibt's schon mal. Die Bude sieht nur sehr alt aus. Also, geil. Schön erhalten, Mann. 90er Jahre irgendwann? Keine Ahnung, Mann. Also, 90er Jahre. 90er Jahre, Mann. Ich meine jetzt hier... 20. Jahrhundert, so. Vielleicht finde ich es dann nochmal heraus. Könnte sein, dass es noch schon mal gesagt wurde und ich habe es verkackt. Ach so! Ich renne über die Glasscherben und da knackt das. Ich denke, jedes Mal hier kommt irgendwer. Das ist der Schlüssel fürs Paintzimmer, wa? Noch so ein Bild. Rotköpfchen und der böse Wolf. Rotköpfchen und der böse Wolf treffen sich. Heilige Scheiße, Rotköpfchen war älter. So kenne ich das Märchen aber nicht. Hä? Ach, das ist verkehrt rum. Nee. Alter, was? Was? Alter! Junge Wolfe! Geil! Splatter... was ist denn das, Mann? Kommt jetzt hier ein Slenderman-Vorschnitt, um uns zu töten, oder kommt hier nur ein Wolf? Oder ist womöglich Rotkäppchen hinter all dem? Was haben wir hier? My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some hard times right now, I really do. That's why I agree to let you do those illustrations in the first place, for all time's sake. I have deliberately gave you a trivial ask because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submit for a kid's bedtime story. There's no way in hell I'm using this and I already regret agreeing to a payment in advance. Please get your shit together, you old pal. Ah, der hat wohl für einen Märchenbuch für Rotkäppchen Bilder gesucht. Und der Typ hier, krass wie er ist. Mal sowas, ey, wenn ich sowas als kleines Kind, ehrlich mal, wenn ich sowas als kleines Kind als Nachtgeschichte oder als Bilderbuch hätte. Junge, wie abgefuckt, Mann. Alter, der löffelt die richtig aus, der kranke Wolf. Gut, gucken wir mal hier ran. Das Feuer sieht auch hammergeil aus, die Lichteffekte, Mann. Was geht denn bei dem falsch? Ich meine, Hammerbart, aber Junge. Wolfsmensch. Rotkäppchen, der böse Wolf, ein Wolfsmensch. Sind wir ein Wolfsmensch mit Hinkebein? Alter, am Ende sind wir irgendwelche... irgendeine ekelhafte Kreatur. Gut. Wir haben das Schlüssel, ja? Das mit dem Schlüssel... Au! Das mit dem Schlüssel erinnert mich ein bisschen an Dings. Wie heißt das Spiel? Pinewood Drive, genau. Und das erinnert mich jetzt an Fallout. Ah. Du musst doch ein Jahr stehen, Mann. Du musst doch ein Jahr stehen. Galactic's Grand Opening in Flames. Abgefackelt, oder was? Okay. Auf den direkt Department Store. Das ist ein Laden. Laden zu gefackelt oder was? Du musst doch ein Jahr stehen, willst du mich rollen? Unten links steht irgendwie eine 999. Keine Ahnung, 1899. Geiler Ring, Mann.
man sich alles angucken kann und wie detailreich das gemacht ist, Mann. Ja, die Grafik ist echt geil, Mann. Das Spiel gefällt mir. Spiegel ist broken. Das sieht gemütlich aus, Mann. Schön seidig. Seidig weich glänzend. Blutige Verbände. So langsam krieg ich Schiss. Ich hab's noch mal aufgedreht. Ein Schränkelchen. Wow, verfickte Hurenkacke. Alter, der Typ hat Alkohol. Wie mich das erwischt hat gerade, Mann. Das waren Flaschen. Weinflaschen. Ich liebe Weinflaschen. Könnt ihr mich erschrecken? Wow, ja, das hab ich vorhin schon gesehen. Das sieht nicht gut aus. Little Wine and Partner has got a problem color. Can't forget about it. Wie ist das, ein Insektenkammerjäger oder was? Das sieht komisch aus. Ist das Blut oder was? Also das Haus gefällt mir vom Aufbau schon mal sehr gut, Mann. Kann ich Klavier spielen? Kann ich Klavier? Was haben wir hier? Musiknoten. Ich kann keine Musiknoten lesen. Ich spiele zwar ein bisschen Keyboard, aber... Ich hoffe, das gehört nicht mir, das Piano. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Was ist da los? Die Bilder, Mann. Die Bilder. Ich meine, er hat irgendwas Gruseliges, aber der hat auch irgendwas Fröhliches. Der Typ, der hat es einfach drauf. Der sieht aus wie auf einer Feier. Der hat sich ein paar Flaschen Wein reingekippt. So. Das Zeichenzimmer. Ich glaube, hierum geht's, Alter. Sieht hier mal zu. Hier lassen wir also unseren Wahnsinn frei. What? Get it right this time. Oh. Eine abgeschlachtet. Das sieht aus wie die Hölle. Wie der Tod, der gerade einem erhinkten. Ich kann keine Kunst deuten, tut mir leid. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann nur erzählen, was ich sehe und dann was reininterpretieren. Das ist Alter, diese Schrift. Remember your professional. It's just the fourth. Then you what's so hard about it? Das kann ich. Then you've over the. Also manches kann ich perfekt lesen, manchmal ist gar nicht. Da sind wir. Ich will mich mal klar sehen. Ich sehe mich immer nur so verschwommen. Ist das schlecht? Ich muss sehen, ob ich mein Bein sehe. Das ist eine simple Zeichnung. Da, schon war dieser Pisspage, der von dem Adler weggezogen wird. Den habe ich doch schon mal gesehen. Die hängt auch mal im Flur. Malt ja alles doppelt hier oder was? Alter. Naja. Sind wir grelle Farben, der Mensch. Ja. Warum hebt man zerbrochene und kaputte Pinsel auf? Naja, ein Künstler halt. Nur das Genie findet sich zurecht im Chaos, so wie das war. Alles zu, oder was? Warum schließt man das ab, wenn die Tür abgeschlossen ist? Ah, natürlich. Ist das Alkohol oder sind das Terpentinflaschen? Ne, sieht nach Alkohol aus. Ja, also... Künstler trinken Wein, das ist ja normal. Ich guck das Bild gleich an. Das wird das große, grandiose Finale dieser Episode. Mir das Bild anzugucken, weil ich glaube, darauf soll es hinauslaufen. Oh, ein eisernes Kreuz? Nee, was ist das? Keine Ahnung, Mann. Das ist irgend so ein Orden. Kenn mich nicht aus mit, sorry. Ist aber kein eisernes Kreuz, also wir sind keine
tapferen Soldaten der Reichsarmee. Ja. Bunte Farbe. Dann erhöhen wir mal das schöne Painting. Mann, ganz ehrlich, ich habe mir jetzt irgendeinen Horror erwartet. Was? Was denn? Und nu? Das ist ein Bild von Landschaft, wo ein bisschen Blut drin... Naja, Blut. Es ist die Sonne, die tropft runter und alles wird rot. Ist das gerade roter geworden? Wahrscheinlich bilde ich mir Sachen ein. Ich habe gerade eingebildet, dass das Bild sich verändert. Was ist denn hier passiert? Das war doch gerade nicht so. Hä? War die Farbe hier eben schon dran? Ich sehe Spencer, es ist auch gerade spät, schon gerade, wo ich es aufnehme, die Folge. So, jetzt bin ich mir aber hundertprozentig sicher, dass sich da das Haus jedes Mal verändert, wenn wir einen Raum betreten oder wie auch immer. Alter, sind wir so krass drauf? Oh, fuck. Ah, ist offen. Wow! Alter, wie... Alter Schwede, Mann. Warum erschreckt mich das so, Mann? Das Bild haben wir vorhin auch schon gesehen. Schöne Pfeifen. Tiet. Hä? Wow, verfickte Hurenkack. Oh, verdammt. Oh, Mann, das ist doch nur ein scheiß Fenster. Alter. Schockmomente hoch 20 hier. Ich bin auch schreckhaftes Häschen, Mann. Tut mir leid. Eieiei, Mann. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Oh, hier ist wirklich nichts, ne? Oh. Aber das Spiel sieht echt schick aus, muss ich schon sagen, Mann. Was haben wir hier? Einen schicken Kerl, der von sich überzeugt ist. Eine Frau mit einem Apfel oder ein Herz oder was auch immer. Und die Latoren haben sie ja auch. Mann, die leben immer wie die Könige hier. Ist hier irgendwas drin? Bücher, Bücher und mehr Bücher. Ich weiß nicht, ob man... Vielleicht kann man ja auch mal ein Buch lesen. Ich weiß ja nicht. Aber sieht nicht so aus. Going in circles, sich im Kreis bewegen. Der Typ, der will, glaube ich, ein Meisterwerk oder einen, der will unbedingt, wie Künstler es halt wollen, die will halt ein Meisterwerk erschaffen, aber er kommt, glaube ich, nicht vorwärts. Vielleicht ist es auch deswegen der Grund, warum wir immer dieselben Bilder finden. Vielleicht malt er mal dasselbe oder, das kann auch Zufall sein. Alter Schwede, Mann. Muss mal in den Schrank gucken, ob da keiner ist. Oder ob wir da vielleicht darauf rein können. Wäre wohl eine gute Idee. Statuen von irgendwelchen Leuten, die kann ich mir leider nicht ansehen. Alter Schwede, hab ich einen Schiss, Mann. Ein Pinsel. Warum werden die Stimmen lauter in meinem Kopf? Papiere. Papiere. Ich hab übelst die Stimme im Kopf. Alter, das ist krass. Das Bild wieder, das Bild wieder. Die Bilder wiederholen sich. Wieder der Pissboy mit dem perversen Vogel. Oh, ich kann die Kerzen anmachen. Wow, wow, wow. Alter.
485. 485. 485, Mann, halt deine Schnauze da. Okay, das machen wir noch auf und dann gucken wir mal. 4, 8, 5. Junge, hab ich das erfüllt. Wenn jetzt kein Kinderkopf drin ist oder so, bin ich enttäuscht. Wow! The past holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Das war ja süß. Das war ja ein süßer Spruch. Kann das wieder zumachen? Also wir lernen hier die Vergangenheit von dem Typen kennen. Never forget. Der war definitiv verheiratet. Glaube ich. Wenn die Tochter da geheult hat wegen ihrer Mutter. Kann ich jetzt hier jederzeit speichern? Sieht nicht so aus. Gut, Leute. Wie auch immer, ich beende die Folge jetzt hier. Das Spiel sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Die Grafik ist Hammer. Ich habe mich schon wegen ein paar Lappalien saumäßig erschreckt. Und ja, ist eine Early Access. Bei Steam gerade will ich jetzt zu haben, wie ich gesagt habe. Ich hoffe mal, es geht noch eine Weile weiter. Spielzeit habe ich mich angeguckt, was man erwarten kann, aber wir werden sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ja? Sorry, du Ende.